Einen schönen guten Morgen. Heute haben wir einen Sonntag, den 13.01. Es hat wieder ein paar Zentimeter geschnieben. Es hat so circa 1 Grad minus und das ist jetzt, wie spät ist jetzt? Meine. 10 Uhr, meine. Jetzt gerade eben im Weiler Wallhorn. Der Weiler Bavoya ist bis auf den Stornchen fertig. Die Straße wird auch noch besser da. Gibt's nichts Neues, ja. Jetzt, die letzten Tage waren ruhig. Haben wir noch ein schönes Wetter gehabt. Vor allem einmal kein Wind. Das betone ich aber wieder, wir haben eigentlich keine solchen starken Niederschläge gehabt wie in Nordtirol oder Salzburg. Oder teilweise in Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark. Warum? Der Berchtesgaden, man hat es auch gar nicht erwischt. Wir sind aber südlich des alten Hauptkammes. Sprich, wir sind kein typischer Notstaulogen. Es kommt gleich ein bisschen was über die Alpen oder über den Alpenhauptkamm drüber klang. Was ich auch noch gewollt und sagen, es ist einigen deutschen Medien schon teilweise aber fantasievoll berichtet worden. Aber es verkauft sich halt besser, wenn man in der Überschrift Schneehölle drinnen hat oder Katastrophengebiet oder was ich was alles. Ja. Entspricht aber eigentlich bei weitem nicht der Realität. Bei uns da war hauptsächlich der Sturm. Wir haben wo noch irgendwo kein Winter zurückgekommen ist, wenn nur so 30 cm Schnee liegen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht auch erhebliche bis große Lawinengefahr haben. Warum ist das da so? Das ist einfach durch die Schneeverbrauchung. Die Graben einfach faul haben.
jetzt gibt es einen Seeschnell. Ja. Viele haben eben geschrieben, ne? Viele haben eben geschrieben, dass sie mich schwer verstehen. Probieren wir jetzt einmal zu reißen. Aber Hochdeutsch wird sie prägen. Ich versuche zumindest ein bisschen deutlicher zu sprechen. Ja, Thema Katastrophenwind oder wie ist es so betitelnd? Man, ich sehe auch das, was. Ich war selber nicht vor Ort. Aber. Und einige Bekannte und Verwandte in Nordtirol. Von denen aus ist das eigentlich alles nur leicht bewältigbar. Was viel mehr das Problem werden wird, weil er jetzt die Tage auch noch tiefen, langen Regen meldet. Da wird auch noch die Schneelast auf die Dächer ein bisschen ein Problem, aber. So wie ich das festgestellt habe oder gesehen habe, haben eigentlich die meisten schon. Ihre Dächer abgeschöpft. Österreich ist halt das. Was du auch noch einmal gesagt gehört, das ist ja in den Medien schon oft gesagt worden, dass fürs Dachschöpfen ist nicht die Feuerwehr zuständig. Weil eben viele auf der Leitstelle anrufen und die Feuerwehr anfordern zum Stachelschöpfen. Das ist nicht gang und gäbe und auch nicht Aufgabe der Feuerwehr. Die Feuerwehr rückt dann aus, wenn Gefahr im Verzug ist. Verzug wird in einigen Stellen sicher schon die Rede sein. Ja. Ich weiß eigentlich, wie anders die Häuser ausgelegt sein müssen. Zumindest bei uns da man ist eine Schneelast von 650 Kilo, was sie jetzt Haus aushalten muss. Das darf es gar nicht bauen. Mit trockenem Schnee 650 Kilo, dann möchtest du 6 Meter Rad rauf hoch. Das Problem ist eben nachher, wenn der nass wird, wenn es reinregt, nachher geht das eben relativ schnell. Nachher saugt sich der Schnee um wie ein Schwammel. Thank you.
Also falls da irgendeiner eine falsch interpretiert hat, dass wir da jetzt 3 Meter Schnee haben, dem ist nicht so. In Osttirol, wir sind keine typische Nordstaulage, wir sind eine Südstaulage. Wir müssen es von der Adria oder Genua Tiefs, die bringen bei uns den meisten Schnee. Und in der Regel fängt bei uns der Winter, der richtige Winter, also Ende Jänner, Anfang Februar an. Wo wir ein bisschen viel Arbeit gehabt haben, das war mit dem Sturm. Wenn es noch wieder 10-15 cm schneit und der Sturm setzt ein, nachher hast du halt in gewissen Stellen nachher auch fahren wir 1,5-2 Meter weg. Solange der Sturm bläst, dann kannst du eh nichts anderes tun, als wie immer die Runde fahren. Weil eben einige gemeint haben, da ist. Ich schreibe das Extremleben in Clickbait rein. Da ist eigentlich die Räumarbeit bei den Verwehungen gemeint gewesen. Weil eben null Sicht ist. Nicht die Schneehöhe, die war überhaupt nicht Thema. Da ich Schnee angewöhnt bin, so wie was letztes Jahr waren, waren 2,86 Meter. Gesamtschnee jetzt. Nicht weil. Noch einmal. Das ist eigentlich das Übel, dass es. Die Schneemenge und auch einmal oder in einem Zug, in einem Rutsch hergehaut hat. Das ist eigentlich das größte Problem. Was auch noch so durch die Medien gegangen ist, die letzten Tage waren die Skitouren gehen. Speziell hat es die, die in Zillertal unterwegs waren. Falls es einer nicht mitgekriegt hat. Im Zillertal waren 4 Skitourengeher, bei Lawinen waren Stufe 4 unterwegs. Es waren 2 Deutschlandsmänner und 2 Österreicher. Und irgendwann sind die halt stecken geblieben und nicht mehr weitergekommen. Dann haben die 2 deutschen Landsmänner da einen Notruf angesetzt. Also die Bergrettung alarmiert. Die sind auch nach der Anweisung der Bergrettung gefolgt und haben sich nicht mehr weiter bewegt. Die sind einfach da, wo sie gerade waren, geblieben. Aber die 2 österreichischen Vollkaufern können sie dann das sagen. Sind weiteren aus einem groben Inhang gefahren. Und sind dann schlussendlich auch stecken geblieben. Und haben ebenfalls einen Notruf angesetzt.
Und auf die Frage vom Einsatzleiter der Bergrettung, warum sie bei Lawinenwarnstufe 4 so eine Tour machen. Noch dazu nachher auch von den deutschen Tourengeher gewarnt worden sind und gesagt worden sind, dass sie die Bergrettung alarmiert haben, dass sie da bleiben sollen. Und trotzdem noch weitergehen. Ja, einfach, nein, sind wir ein bisschen. Der Gipfel war ja nachher weil die Bergung schon im Gange war, ist der Einsatzleiter mehrmals umgerufen worden und schlussendlich noch beschimpfen worden, wo sie bleiben und wie lange es noch dauert, bis sie gerettet werden. Und ja, einfach nein. Meine Meinung zu dem Thema, ob Lawinenwarnstufe 3 das heißt erhebliche Lawinengefahr. Hat jeder, der was nachweislich irgendeine Erfahrung hat oder schon x Touren gemacht hat und komplett ausgerüstet ist, das heißt Sonde, Pieps, Schaufel. Der hat einfach im Gelände nichts zu suchen. Und das, was mich als mehr stärkert, das ist, dass es Österreicher waren. Das ist ja wohl der Obergipfel. Da rücken noch 15 Leute aus, 15 Familienväter oder auch Frauen, Mütter. Gibt es auch einige schon bei der Bergrettung. Die Tente ist ohne Bezahlinge, ehrenamtlich. Die müssen dann auch in die Gebiete hingehen. Die Vollkoffer zu retten, wo sie nicht mehr weiterkommen. Denkt einmal nach. Da bin ich auch dafür, dass die hohe Bußgelder zahlen sollten. Das Geld sollten sie nach der Bergrettung zur Verfügung stellen. Das war meine Meinung. Auha. Du brauchst einen Schacht daher. Na, was gibt es hier noch? Ah, genau. Den leichten Farmflug von. Wie heißt der, wie spricht man, Sivas Husum? Das ist ja ein norddeutscher Landwirt, der auf Schweine spezialisiert ist. Der hat mir in seinen letzten Vlog nämlich auch erwähnt, dass er sich hin und wieder meine Videos anschaut. Das taugt mir voll. Er hat dann so einen Fuhrpark da mit der
19, 3 Dites, 4 Dites. Macht auch coole Flugs. Der zeigt eigentlich eher alles, was er so tut. Sei es beim Traktor schraufen oder. Wenn er die Facknummer fährt oder. Facken heißt bei uns eben die Schweine. Übrig. Ja, finde ich einen ganz interessanten Kanal. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg auch noch mal alles Gute, weil er wird ja wieder Vater. Frohes Kennenlernen der Familie. Und hoffentlich geht alles glatt über die Bühne. Das ist alles gesund. Das ist das Wichtigste. Was waren an sich noch so froh? Ein Traktor, meine. Die Stunden haben halt so viel klar. Der Pflug 35 Jahre alt worden ist höher.
Hat vielleicht auch schon hier und da einer mitgekriegt. Eben kein Schaden. Am liebsten bei mir auch ein Vario-Pflug, ja. Weil einfach super weit sind die Plätze zusammen schön. Aber ich kaufe dann einfach einen Pflug und der stürzt nachher nicht sauber. Deswegen war mir das Liebste, wenn man irgendwo einmal eins probieren kriegt. Von mir aus eben so einen gleichwertigen halt 20-30 cm breiter vielleicht. Und Traktorit viel ausmachen. Ebenso wie da die Parkplätze. War das schon eine Geschichte? Gibt es noch Neues? Ah ja. Ein Video von mir ist auf Wetter online verlinkt worden. Sie schreiben auch ein großes Danke an jeden Räumdienst, was unterwegs ist zurzeit oder halt generell jetzt. Die letzten Wochen und Tage. Das freut mich natürlich sehr. Das bitten wir auch eben allen. Ich bin ja nicht allein auf der Welt. Das Dankeschön bitten wir einfach allen, was im Winterdienst unterwegs sind. Sei es, ob sie mit der Schaufel gehen, sei es, ob sie mit dem Hauftrag Gehstein geräumen. Wurst, Friedhof. Oder halt Kirchplatzeln, alles muss irgendwie schneefrei werden. Für Außenstehende, was da noch nie selber tätig waren, geschumpfen ist geschwind einmal, wenn halt sich sofort geraumt ist, wenn es schneit. Ja.
bringt gar nichts. Da sitzt überall ein Mensch hinter dem Steuer. Vielleicht da finden sie einmal einen ferngesteuerten Schnellpflug. Der, was nachher 7 Tage in der Woche 24 Stunden durchfahren kann. So hofft er da auf einmal mehr Verständnis. Also, es sagt einer von sich aus, er macht es viel besser. Es ist schon. Teilweise fangen sie um 1, 2 in 8 an. Sicher, die fahren auch im normalen Schichtbetrieb, die haben 8 Stunden fertig oder 9 Stunden fertig. Das ist ja so in der Gemeinde wieder wie anders. Da ist einfach die Arbeitskräfte nicht. Was auch noch geschrieben worden ist, nein, reich wird man da nicht. Das Material wird da dementsprechend hergenommen. Jawohl, habe die Ehre, bis zum nächsten Mal.